Der größte Büffelmozzarella der Welt. Was für ein Brummer. Wie wird er gemacht und wie schwer ist er? In der Region Kampanien entsteht ein Büffelmozzarella nach dem anderen. Doch hier in Battipaglia, eine Fahrtstunde von Neapel entfernt, entsteht nicht irgendein Büffelmozzarella, sondern der größte der Welt. Nur der mit Büffelmilch ist echter Mozzarella. Alles andere, also auch der, der bei uns im Supermarkt liegt, heißt bei den Italienern Fior di Latte. Kein echter Mozzarella also. Büffelmilch ist im Vergleich zu Kuhmilch viel fetter und hat viel mehr Proteine. Wir reden hier über eine doppelt so gute Qualität im Vergleich zur Kuhmilch. Deshalb nennt man unseren Büffelmozzarella auch das weiße Gold. Auch wenn Büffelmilch was ganz Besonderes ist, die Milchgewinnung läuft natürlich genauso ab wie bei Kühen. Ab 3 Uhr früh beginnt die Produktion in der Käserei. Hier wird die Hauptzutat bereits sehnlichst erwartet. Zur Begrüßung wird die Milch erhitzt. Chef Antonio überwacht alles genauestens. Also es ist so, während die Milch hier reinläuft, ist es ganz wichtig, dass ich hier rühre. Denn sonst erreichen wir nicht die richtige Temperatur. 1 Grad, selbst 1,5 Grad, das wäre fatal. Außerdem erreiche ich durch Rühren schneller das gewünschte Resultat. Zwischen 34 und 38 Grad sind perfekt. Erst dann gibt Antonio das Lab dazu, die Geheimzutat, damit die Milch gerinnt. Circa 25 Minuten lang darf dann niemand mehr den Kessel berühren. Erst dann schneidet Antonio ein Kreuz in die Masse. So kann sein Mitarbeiter einen wichtigen Test durchführen. Er misst jetzt den Säuregrad. Und sobald der passt, kann er die geronnene Milch brechen. Und zwar mit diesem Teil da. Da macht er den Käsebruch und dann trennen sich die Komponenten. Der feste Teil sinkt auf den Boden und der flüssige kommt an die Oberfläche. Hier wird nichts verschwendet. Die Molke an der Oberfläche wird abgesaugt und kommt in einen anderen Teil der Käserei. Warum? Sie wird nochmal erhitzt. Daraus entsteht dann Ricotta. Doch für den sind wir heute nicht hier. Wir wollen den Riesenmozzarella sehen. Der entsteht aus dem festen Käsebruch. 2 Stunden hatte der jetzt Pause. Bevor es weitergeht, schaut Chef Antonio nach, ob auch wirklich alles geklappt hat. Ich nehme 95 Grad heißes Wasser und schütte das hier über diese Masse. Und dann schaue ich, wie ihre Konsistenz ist. Das ist das Gleiche, was dann hier in der Maschine passiert, aber halt in klein. Es ist ein Test, um zu schauen, ob unsere Masse richtig gereift ist, um weiterverarbeitet zu werden. Schau mal. Offensichtlich passt alles und der Käsebruch kann in die Maschine. Ein tolles Teil. Die kann heizen, kneten und sogar Förmchen machen. Und da sind sie. Die ersten kleinen Mozzarellas erblicken das Tageslicht. 4000 davon sind Riesenmozzarellas. Zizzonas. Doch ab wann ist ein Mozzarella eine Zizzona? Eine echte Zizzona ist bei Antonio nur eine mit Nippel. Und den gibt's erst ab einem Gewicht von 1 Kilo. Kosten 13 Euro das Kilo. Sie wird nur auf Bestellung gemacht. Antonio braucht heute eine 10 Kilo schwere. Sein Bruder und er haben Gäste geladen. Antonios Arbeiter formen den Riesenmozzarella in einem Becken mit warmem Salzwasser. Das Wasser muss warm sein, sonst wird der Teig hart und wir können ihn nicht mehr formen. So bleibt der Teig schön weich. Er darf aber weder zu hart noch zu weich sein. Wenn er zu trocken wird, ist der Teig bröckelig. Die Kugel muss aber schön glatt sein. Das Mozzarella-Kneten erfordert viel Fingerspitzengefühl. Darum tragen seine Mitarbeiter auch keine Handschuhe, trotz der 95 Grad warmen Masse. Beim Riesenmozzarella müssen die Mitarbeiter darauf achten, dass genug Milch im Inneren eingeschlossen ist. Die soll beim Essen dann rausfließen. Der Teig muss aber auch stabil genug sein, damit er später nicht auf dem Teller zusammensackt. Die fertigen Riesen kommen in ein kaltes Wasserbecken.
Das Wasser hier wird gesalzen. Die Menge kommt auf die Größe des Mozzarellas an. Ein größerer Mozzarella braucht mehr, ein kleiner weniger. Das Salz ist wichtig für den Geschmack. Und endlich ist es soweit. Alle warten bereits sehnsüchtig. So eine Feier mit Riesenmozzarella ist immer ein besonderes Event. Und die Zizzona ist saftig und tropft. Perfekt gelungen. Dem lustigen Abend steht nichts mehr im Weg. Und genau bei solchen Feiern, Hochzeiten oder besonderen Anlässen findet der XXL-Mozzarella reißenden Absatz.